Jo Ivanovic, wenn ich richtig gesehen habe, der mittlerweile auch eingewechselt wurde. Auch er aus dem FCA-Nachwuchs, ein Flügelspieler. Ja, hier ist er am Ball. Franjo Ivanovic. Auch er ja, beim FCA in der U19 beheimatet. Offensiv, variabel einsetzbar, hat auch schon das ein oder andere Testspiel für Profis mitgemacht. Das nächste Foul an Franjo Ivanovic. Gute Balleroberung hier von Franjo Ivanovic. Kann Petkov den noch erlaufen? Nein. Gibt aber den Freistoßpfiff vom Schiedsrichter. War ein Foul wieder an Franjo Ivanovic, der das gut gemacht hat. Den Ball wegstübitzt und dann den Freistoß rausgeholt hat. Hier, ja, klare Sache. Gut von Franjo Ivanovic, der hier wieder den Ball erobert. Die Flanke von Finn Bogason findet keinen Abnehmer. Schade, aber das jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass Franjo Ivanovic hier ganz giftig in der Arbeit gegen den Ball ist und sich auch im Dribbling was zutraut. Macht einen guten Eindruck. Der Mann mit der 48 beim FCA. Alfred Finn Bogason, weil er auch gut gemacht hat. Franjo Ivanovic, ihn hatten wir auch schon öfters erwähnt, macht auch eine gute Partie seit seiner Einwechslung. Ähnliches gilt für Lukas Petkov. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. 90 Minuten sind durch. Der FC Augsburg gewinnt 3:1 gegen die Heidenheimer.